Was ist schiefgelaufen? Wie konnte es so weit kommen, René? Nun, wir werden ja förmlich von der Anti-Stimmung im Umfeld und dessen massiven Erwartungen erdrückt. Gut, wir haben dasselbe Podcast-Team zurückgeholt, mit dem wir es schon in der Europa League geschafft haben. Aber wir waren und sind uns auch von der Breite der Podcast-Mannschaft überzeugt. Immerhin haben wir uns mit Basti Red an den wichtigen Stellen verstärkt. Gerade nach dem Podcast gegen Köln, als Alex, Marvin und Basti schon als magisches Podcast-Dreieck bezeichnet wurden, sind die Erwartungen massiv in die Höhe gestiegen. Niemand konnte damit rechnen, dass im Laufe der Podcast-Saison so viele nicht zu ihrer alten Form finden. Vor allem der lange Ausfall von Alex O. Podcast-Götting ist nur schwer zu kompensieren. Dennis P. hat immer an die Qualität des Podcasts geglaubt und vor der schlechten Stimmung und der übertriebenen Erwartungshaltung gewarnt. All die Dinge, die in die Welt gesetzt würden, wie Rotwein-Podcast oder sie sind kaum im Stadion, sind alle aus der Luft gegriffen. Ebenso das Vorurteil, dass wir in schwierigen Zeiten hinschmeißen würden. Die sogenannten Podcast-Experten fordern nun einen Neubeginn. Meiner Meinung nach muss man hier unterscheiden zwischen Podcast-Experten und Hörer. Ein Podcast-Experte ist für mich jemand, der schon einmal in unserem Bereich verantwortungsvoll und erfolgreich gearbeitet hat. Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 221. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Basti. It's a new day, yes it is. Der Marvin. Ich bin so fertig. Hallo. Frau Alex. Gute. Und Herr Dennis P. Ja, hallo, servus. Wie man unschwer erkennen konnte, hat mich dieses grandiose Interview von Herrn Hübner irgendwie nicht kalt gelassen. Ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen. Willst du gerade den Podcast mit der Eintracht vergleichen? Also das Team, das quasi am Boden liegt, zu dem Team verglichen, was auf dem Zenit seines Erfolgs gerade steht. Ja, so ein Zenit ist auch schnell rum. Aber das ist auch ein relativ niedriger Zenit, aber immerhin. Ist immer eine Frage der Sichtweise. Ja, auf jeden Fall. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist die Frage hier, ja. Gut, wenn das alles ist, was wir in 6 Jahren erreicht haben. Oder halb leer, ja. Und außerdem jetzt hier bei, wenn Dennis als Dennis P. angesagt wird, habe ich Angst, dass er bald als Olli P. mir hier Flugzeuge im Bauch vorliest. Ne? Ja. Passt auf. Ich hätte eher gedacht, dass er mir als Moses P. in die Schnauze aussieht. Zu Recht, mein Lieber. Tatsächlich. Das könnte wieder ein durchaus lustiger Teil dann werden, ja. Aber gut, lasst uns zu dem kommen, was wir eigentlich sagen wollten. Genau, lasst uns mit ein paar aktuellen Dingen anfangen, bevor wir über die aktuelle Spielsaison sprechen. Und ich glaube, da werden wir noch genügend Punkte haben, uns über dieses Interview aufzuregen. Oder ich mich aufzuregen. Ihr habt ja beschlossen, ihr regt euch heute nicht mehr auf. Erstmal möchten wir Danke sagen an insgesamt 351 Personen, die dann doch an unserer Umfrage teilgenommen haben. Wir haben das Ding jetzt, oder ich habe das Ding jetzt zugemacht. Wir werden uns die Ergebnisse dann jetzt demnächst mal sehr konkret anschauen und natürlich dann auch die Ergebnisse hier in der Runde präsentieren. Danke sagen möchten wir auch an Nina, die uns 20 Euro via PayPal gespendet hat, und Susi und Holger, die auch nochmal 10 Euro gespendet haben und da auch eine kleine Frage mit reingeschmissen haben, nämlich die Frage, wieso spielt Bunyaki nicht mal bei den Spielern der U19, hat er auch oft aus dem Nichts getroffen, entweder er trifft oder er trifft nicht, aber ineffizienter als all unsere anderen Jungs kann er auch nicht sein, wäre mal ein Versuch wert. Können wir ja vielleicht gleich mal als Thema im Rückkanal behalten, wenn wir hier über das kommende Spiel sprechen. Und dann hatten wir ja noch aufgerufen, Selfies zu schicken mit unserem Fangate-Vor-Interview. Da haben wir auch 3 Stück bekommen, die wir in den Shownotes zu dieser Sendung verlinken werden. Und wie versprochen, wird Basti später in der heutigen Sendung Farben von Alpina vorlesen. Seid gespannt.
Aber apropos Fan geht vor, ne? Ich war ja bei eurer grandiosen Interviewaktion nicht dabei und bin von dem Ergebnis ja mehr als begeistert. Allerdings möge mir der Herr Mendel mal bitte erklären, was ein Fanpedant ist und warum ich das bin. Also, genau. Fangen wir mit der Ausdrucksweise an. Das heißt Pendant. Es bedeutet Gegenstück. Das heißt, am Ende des Tages meinte ich nur, dass du das Gegenstück bildest zu dem, ja, vielleicht nur von der wissenschaftlichen Sichtweise herangehen, fußballwissenschaftlichen Seite herangehen, sondern du bist eher derjenige, der das Fanherz in sich trägt und das hier im Podcast gut artikulieren kann. Also nicht das Gegenstück vom Fan, sondern der Vertreter des Fans. Genau. Jetzt kommt langsam Klarheit. Ja, also und es hat nichts mit pedantisch zu tun. Wie gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast, Marvin. Ja. Ganz weit weg zurück. Ja, aber dafür, dass ich ja auch laut dem Interview das Gegenstück zu Marvin, zu Basti bin, hat es bei uns am Wochenende mit den siamesischen Zwillingen im Lied äußerst gut geklappt. Ist jetzt der Punkt, wo ich den Teil aus der Pre-Show reinschneiden muss, damit die Leute wissen, worum es geht? Nein. Nein. Nee. Wenn diese Pre-Show jemals ans Tageslicht kommt, dann können wir den Podcast zumachen. Ja, ganz ehrlich, das heben wir uns auf als Einspieler für den Podcast, wenn wir es wieder erwarten, schaffen sollten, nicht auf Platz 18 nach Ende der Saison zu stehen. Das ist gut. Ja. Okay, dann packe ich es ganz, ganz weit nach hinten. In den Giftschrank. In den Giftschrank, genau. Kleiner Teaser noch, wer am Ende dieser Sendung was gewinnen möchte, muss auch bis zum Ende zuhören. Teaser vorbei. Heute journalistisch ganz hochwertiges Material, was wir hier produzieren. Das gibt es nur einmal im Jahr. Trotzdem sollten wir weitermachen mit den Themen jetzt endlich. Ich bin schon ein bisschen hier angespannt. Du bist schon ein bisschen angespannt. Ja, dann lass doch mal all deine Anspannung raus, wenn wir jetzt über das Spiel vom vergangenen Wochenende gegen Bayer 04 Leverkusen sprechen. Ja, du, ich muss dir sagen, ich habe eigentlich schon überlegt, ob ich mir irgendwie so ein Buch zur Seite nehme, in dem ich alles einigermaßen positiv kommentieren kann, was vielleicht gar nicht so positiv war. Es gibt so ein paar Bücher. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, du merkst halt, die Eintracht hat einfach ein absolutes Abschlussproblem. Und ich muss ja sagen, für mich war das von den Angriffsbemühungen her, von den Versuchen gar nicht verkehrt. Aber es funktioniert halt nicht. Was soll ich dazu sagen? Ich finde, die Mannschaft hat gekämpft, die hat alles gegeben, aber es hat halt, dieses Wochenende war der absolute Wahnsinn, wenn es darum geht, für die Eintracht zu halten, dann ist, glaube ich, alles schlecht gelaufen. Und es war dir von vornherein klar, dass du nicht nur auf die Ergebnisse der anderen hoffen kannst, sondern dich auch auf dich selbst verlassen musst. Das hat die Eintracht einmal mehr einfach nicht geschafft. Sie hat selbst Kittel, das muss man sagen, an dem kann man es ja nicht festmachen. Der junge Dax, der ist ja erst seit einer kurzen Zeit wieder dabei, konnte das Ding nicht einlochen. Aigner hat die Chance nicht genutzt. Da stehst du halt dann gegen Bayer Leverkusen da mit einem Ergebnis, was unerfreulich ist. Von der reinen Leistung her, stellen wir uns diese Leistung vor, am Anfang der Rückrunde hätte keiner von uns großartig gemosert. Das Problem ist, dass es jetzt zu dieser Zeit stattfindet, in dem du dringend Punkte brauchst, alle anderen Punkten, und du stehst halt trocken. Nass, meinte ich eigentlich. Du stehst eigentlich im Regen, das wollte ich sagen. Also wenn ich mir die Fotos von Alex und Basti angucke, dann war da nichts mit trocken. Schön, ja. Ja, aber der Marvin hat doch recht. Also ich kann auch ehrlich gesagt nichts an der Leistung aussetzen, weil wir haben in Leverkusen gespielt, die Eintracht war klar besser, fand ich. Also klar, mit Eintracht-Brille vielleicht ein bisschen. Aber trotzdem war die Eintracht besser. Also die Eintracht hätte normalerweise 2-0 dort führen müssen. Und dann fragt keiner mehr, ob der hässliche Kampel dann noch seinen Sonntagsschuss da auspackt. Das ist halt, so ist es. Marvin hat es ja gesagt, das war, wie wir es gegen Hoffenheim auch schon ähnlich gesagt haben. Diese Spiele, da gehst du nicht nach Hause und dann bist du nicht sauer, sondern du bist denken, oh scheiße, Schiedsrichter ein bisschen Pech und hier ein bisschen Pech. Aber wenn die Mannschaft die ganze Saison so gespielt hätten, dann würden wir auch gar nicht in der Situation sein. Und das bestätigt, aber eigentlich bestätigt das, dass wir die ganze Saison gemahnt haben, dass die endlich mal aufwachen sollen. Weil jetzt wachen die auf und jetzt haben die Pech.
Und das ist genau das. Die haben die ganze Zeit rumgeschludert und können sich jetzt eigentlich kein Pech mehr erlauben. Aber was willst du jetzt machen? Du hast trotzdem dieses Pech. Und jetzt musst du einfach trotzdem weitermachen. Mhm. Weil die Eintracht war meiner Meinung nach 70 Minuten echt gut. Und diese Chance von Kittel haben wir alle schon drin gesehen. Wir haben uns den Block angeguckt und haben gedacht, da ist ein Loch im Netz. Weil er sah echt so aus, als wäre er reingehen würde. Ich habe sogar schon mal ein Bier abgestellt. Ich war schon echt bereit. Und ja, Aigner dann auch so ein bisschen, hat er so ein bisschen es irgendwie fahrlässig vergeben. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, wir haben dann durch diesen Sonntagsschuss von dem komischen Kampel haben wir dann verloren. Und das ist einfach Pech. Sorry. Das hat sogar der unsympathische Roger Schmidt gesagt. Und es war auch so. Ich habe an diesem Spiel tatsächlich, wir haben alles, was wir gefordert haben, die Eintracht hat genug Ecken gehabt. Das hat selbst Markus Bark getwittert, dass er gesagt hat, die Eintracht-Podcast hat Ecken gefordert und die Ecken kamen. Und das war alles. Wir haben es nicht genutzt. Und ich habe den einzigen Kritikpunkt, den ich jetzt schnell noch loswerde, ist Chandler. Ich bin echt, es hört sich blöd jetzt an, aber ich bin echt froh, dass er jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was er genau hat, aber er fällt jetzt erstmal aus. Oberschenkel ist, glaube ich. Ja, ist ja nichts Schlimmes, also kann ich mich da sogar darüber freuen, weil es ja nichts Schlimmes ist. Und ich bin froh, dass Regisel wieder spielt, weil der hat mich dermaßen genervt, Chandler. Ich war gar nicht so sauer wie auf Russ. Also auf Russ habe ich ja echt geschimpft, weil aber nicht wegen seiner Leistung, sondern immer, was er nach dem Spiel so sagt. Das kann man bei Chandler gar nicht vorwerfen. Also das heißt, ich habe nicht diese Russ-Rage in mir, wo ich sage, ich bin echt sauer auf den, sondern weiß ich nicht, Chandler ist, ich bin eher sauer auf den, wie, keine Ahnung, jemand, der dich sonntags morgens um 10 Uhr zum Brunch einlädt zum Beispiel. So sauer bin ich auf den. Also das ist nichts Schlimmes, aber es ist trotzdem blöd. Du bist sauer auf Menschen, die dich sonntags morgens um 10 Uhr zum Brunch einladen. Verstehen ja, Männer mit schon. Kindern nicht. Ich wollte gerade sagen, komisch, also, wer will denn um 10 Uhr schon essen an einem Sonntag? Also, da habe ich das erste Mal schon wieder Hunger. Ich finde es unhöflich von Leuten, das zu vorauszusetzen. Dass man sonntags um 8 Uhr aufsteht, da komme ich gerade nach Hause, wo soll ich denn noch brunchen? Ja, aber du musst ja nichts, du musst ja auch nichts essen, weil so ein Brunch steht ja auch meistens immer irgendwo Alkohol rum. Wach sein. Ja, da steht doch Alkohol, was willst du denn? Also dafür, dass du nicht so gern brunchst, Basti im Munster, aber im Nordend relativ gefährlich, ne? Ich sag's nur. Okay, kann man gar nicht so gut. Aber könnt ihr mir mal erklären, warum ihr so sehr sauer auf den Chandler seid? Weil ich bin ja in der luxuriösen Situation, dass ich von dem Spiel glücklicherweise nichts gesehen habe, weil es ja exakt bis zur Wiederholung des 1-0 für Leverkusen gedauert hat, bis die neue Fritzbox am Start war und ich dann den ersten Stück vom Spiel gesehen habe. Weil er wieder der Zeitlupen-Chandler war. Das war gerade beim 2-0, konntest du es wieder kaum angucken, wie er einfach den Ball überhaupt nicht der Spieler läuft 1-1 zusammen mit ihm am Ball. Ja, beide starten gleich, sagen wir es so. Und Chandler muss abbrechen. Abraham versucht es dann, glaube ich, zu übernehmen. Kommt also von der Mitte raus. Chandler läuft in die Mitte rein. Dann war schon die Verteilung schlecht. Dann sah Abraham noch auf der Außen schlecht aus. Ja, aber das war im Endeffekt, war das Tor eindeutig auf Chandlers Kappe ging das. Und ja, es gab ein paar Situationen. Ich glaube auch beim 3-0 war hinten auch ähnlich wieder. Also du hast wieder gemerkt, der ist nicht Bundesliga-tauglich, weil er von der Geschwindigkeit nicht hinkommt. Er ist im Zweikampf gar nicht schlecht. Das haben wir ja auch das letzte Mal schon gesagt. Da kannst du ihm nichts absprechen. Aber sobald auch nur eine ansatzweise Kontersituation kommt, ist Chandler völlig überfordert und kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Die Innenverteidiger müssen rausrücken, fehlen dann in der Mitte. Chandler ist immer noch zu spät für die Mitte. Dann knallt es meistens, wenn die Spieler einigermaßen einen Blick für die Mittel, für die Spieler, die auch in der Mitte mitgelaufen sind, dann fehlt da einfach eklatant, fehlt da ein Spieler und dementsprechend fängst du dann die Tore. Und Leverkusen hat es gut ausgenutzt, muss man dann natürlich auch in den zwei Situationen sagen. Ansonsten, ihr habt völlig recht, das Kampel-Tor war natürlich total zum Kotzen, auch noch so ein Sonderschuss, wenn du den noch draufkriegst bei so einem Spiel, ist eh alles gelaufen. Aber die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben danach. Wir hatten noch unsere Chancen und das muss man wirklich sagen, das haben wir so lange nicht gesehen und wir haben so lange gefordert. Und das hat mich wirklich gefreut, wo ich gedacht habe, oh Mann, jetzt nochmal klar, waren auch wieder ein paar Standards und es waren keine hundertprozentigen, aber es war nicht so, dass wir wieder Köpfe hängen und geht gar nichts. Nee, das ist halt schade, dass wir nicht belohnt wurden. Das ist das Komische, finde ich. Das Komische an der Situation, dass man gar nicht meckern kann eigentlich, weil die Sachen, die wir gefordert haben, sind eingetreten und jetzt kommt halt Pech. Auf wen soll man da schimpfen? Also diesen viel besungenen Fußballgott gibt es ja nicht. Ich kann ja nicht, du kannst keinen dafür verantwortlich machen eigentlich. Ich weiß nicht, ob es nur Pech ist. Also ich habe mir tatsächlich, nachdem ich im Stadion mir selbst eingeredet habe, vielleicht ein bisschen verklärten Blick zu haben, habe ich mir das Ding nochmal im Fernsehen angeguckt.
da ist halt auch echt viel Schatten noch dabei. Wenn ich mir die Ecken teilweise angucke, ja, sie waren da, aber wie dieser Huschti, wie tritt ich denn eine Ecke, die 50 Zentimeter über einen Rasen fliegt? Also entweder bringe ich sie hoch rein oder ich bringe sie flach rein, aber doch nicht in Kniehöhe irgendwie vorne reingehauen. Das sind alles so Sachen, auch Chandler in der Offensive, der läuft mit dem Ball nach vorne und dann muss der erstmal 10 Minuten stehen bleiben, um zu sortieren und zu raffen, wer wo steht, was er für Abspielstationen hat, und dann entscheidet er sich für die beschissenste Flanke, die rauskommen kann. Also da sind schon viele Sachen dabei, die einfach auch nicht laufen. Und was man ihnen, also womit ihr recht habt, ist, es wird auf jeden Fall miteinander gespielt und man hat wieder den Eindruck, dass da irgendwo ein Team auf dem Rasen steht. Aber da ist bei weitem noch nicht alles Gold, was glänzt. Hm. Alex, auch in der ersten Halbzeit, da war eine Chance von Castaños, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, dieses Verstolpere. Ne? Also ja. Da lässt er auch alle Leverkusener Spieler hinter sich, läuft alleine aufs Tor und stolpert dann im 16er wieder rum. Mein Gott. Kurze Frage. Können Sie es aktuell vielleicht einfach nicht besser? Gefühlt ist es so, dass sie wirklich alles geben, dass sie wirklich viel probieren, aber das ist aktuell einfach nicht, das ist einfach nicht zu mehr erreicht. Was vielleicht ungemein ähnlich frustrierend ist, wenn du einfach sagen musst, okay, in der aktuellen Situation geht vielleicht gar nicht mehr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, denn ich muss der Alex dabei pflichten. Ich muss der Alex beipflichten, dass ich schon das Gefühl habe, dass hier ein Team auf dem Rasen steht, dass es hier keine internen Querelen zwischen den Mannschaftsteilen gibt, dass da jeder schon versucht, irgendwie das Ding noch rumzureißen, aber dass es, glaube ich, in der aktuellen Situation so ist, dass es, also entweder passiert wirklich ein Sonntagsschuss oder es passiert gar nichts, also gerade in der Offensive. Vielleicht ist es ähnlich frustrierend, aber irgendwie ist das Gefühl, was ich aktuell habe. Da habt ihr zwei auf jeden Fall recht, ja, weil einfach, aber das haben wir auch schon vorm Trainerwechsel gesagt, wir können vom Trainerwechsel jetzt nicht erwarten, dass hier Automatismen eingespielt werden, die uns fehlen, du siehst das, da sind teilweise Situationen, wo immer noch, okay, wem spiele ich denn jetzt an, na gut, okay, also gar nicht so dieses, One-Pass-Spiel, tak, zwei Stationen und du bist auf einmal schon in einer gefährlichen Situation. Das habe ich hier seit, keine Ahnung, wahrscheinlich die letzten zwei Saisons nicht gesehen. Aber in der Saison merkst du das auch, das war ja immer schlimmer. Und wir haben uns ja eigentlich beschwert, okay, selbst wenn jetzt hier ein Kovac kommt, von dem können wir nicht erwarten, der Zeit reicht eigentlich nicht mehr, hier irgendwelche Automatismen einzuspielen. Die Spieler müssen wieder die Köpfe hochbekommen, dürfen sich nicht mal von einem Gegentor im Endeffekt so demotivieren lassen, dass wirklich gar nichts mehr geht. Und das haben sie tatsächlich hinbekommen. Vielleicht haben wir Glück und es geht jetzt so tatsächlich, dass der ein oder andere, es müsste ja nur mal ein Scheißball reingehen. Kittel das ist es war nämlich. Ja wirklich so ein Ball, was ein Mut, ja. Das Ding so direkt zu nehmen und dann kommt er auch noch so gut und geht unglücklich vorbei. Ne? Das ist der Mut muss dann auch mal belohnt Gefühl. Werden und dann platzt der Knoten, dann wäre es fertig. Aber wir haben natürlich jetzt so wenig Spiele nur noch, dass es einfach zum Ausrasten ist. Das ist genau das, was mich so fertig macht. Dass man denkt, ey, jetzt kommt auch noch echt Dreckspech dazu. Das, was wir eigentlich auch nicht verkraften können, weil wir so instabil sind. Und klar ist die Eintracht nicht gut, aber ich rede jetzt immer von der Relation zu, wie wir vorher gespielt haben. Da finde ich es eigentlich okay. Also wir hätten, glaube ich, niemals gedacht, okay, wir fahren nach Leverkusen und müssen da gewinnen. Und wenn wir da so, normalerweise geht dieses Spiel auch nicht 3-0 aus. Normalerweise verlierst du da vielleicht 1-0 dann. Das war halt unglücklich. Aber ich hätte trotzdem nichts bemängelt, weil ich erinnere mich, erinnert ihr euch noch an das allererste Spiel in Wolfsburg, wo wir auch verloren haben? Da war es ähnlich. Da hast du eh gedacht, eigentlich die Ansätze sind gut und das hat sich ja danach bestätigt, dann wurde gewonnen. Und ähnlich war es, das Gefühl war danach so, aber du hast halt dieses komische Gefühl, dass es jetzt, ja gut, es reicht halt trotzdem nicht, weil wir jetzt überhaupt keine Zeit mehr haben. Und selbst wenn wir schlecht gespielt hätten und wenn wir gewonnen hätten, wäre es immer noch besser gewesen, kurzfristig gesehen, weil uns bringt es ja nichts. Weil die Stimmung auf den Rängen war auch irgendwie, die war, gut, die Ultras wurden irgendwie, glaube ich, abgefangen in Limburg, keine Ahnung, was da wieder war. Habe ich gar nicht so genau mitgekriegt. Auch wieder so ein Scheißdreck. Aber die Stimmung war eigentlich ganz gut. Hast du die Fotos aus dem Zug gesehen? Also keine Ahnung, da wurden ja irgendwie Fotos schon... gesehen? Keine Ahnung, irgendjemand hat per WhatsApp Bilder irgendwem geschickt und da gab es so Fotos, wo, keine Ahnung,
im Zugabteil drei Bonks neben aufgebaut waren, die Wasser drin hatten, als wären die schon seit 8 Stunden unterwegs. Und dann kommst du aus dem Zugabteil raus und dann steht in der Mitte vom Gang steht ein Grill. Mit Würstchen drauf. Genau. Bitte was? Okay, da wundern die sich, dass der Zug angehalten wird, ganz ehrlich. Ja, gut, aber also kiffen und grillen finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Vielleicht außerhalb von dem Zug, ja. Ich wollte gerade sagen, in geschlossenen Zugabteilen. Naja, ja, es ist schon reichlich. Da muss man auch mal ein Auge zudrücken. Genau, mit einem 10-Euro-Wochenendticket für 5 Personen. Ist, nein. Also aber gut, wenn man sich... Ja, aber die Stimmung war im Block trotzdem gut. Also ich fand, die Eintracht-Fans haben es... Und das hast du auch gemerkt, weil normalerweise die Eintracht-Fans sind ja auch schon ein bisschen jetzt mittlerweile ungeduldiger. Und die Mannschaft hat auf jeden Fall die Fans auch mitgenommen. Und das war ja gegen Hoffenheim auch schon so, dass du Stimmung hattest, wo du gedacht hast, die Eintracht zieht bald einen Europapokal ein. Das muss jetzt auch weiter so bleiben erstmal. Ja, meine Kann Güte, ich ganz was kurz haben wir dazu denn? Sagen? Ja, bitte. Ja, aber das ist doch auch die einzige Möglichkeit. Denn es bringt doch auch gar nichts, jetzt hier zu sagen, okay, ja. Wir haben jetzt noch 4 Spiele Zeit. Das heißt, wir können all die Kritik, die wir haben, all die berechtigte Kritik am Vorstand, am Verein, an der ganzen Führungspolitik, an dem Ganzen, was uns erstmal in diese Schlamassel gebracht hat, das ist richtig, dass es angebracht wird, weil es überfällig ist. Aber ich denke nicht, dass es in den letzten 4 Spielen notwendig ist, diese zusätzliche Kritik jetzt nach außen zu tragen, noch mehr dieses Konstrukt zu verunsichern. Und dass das die letzten 4 Spiele muss es einfach nur heißen, wir supporten die Eintracht, diese Mannschaft, diese 11 Spieler, die auf diesem Platz sind. Vielleicht nicht das, was drumherum ist, aber die 11 Spieler, das auf dem Platz ist und vielleicht noch den Trainer, weil man sagt, okay, das macht eine gute Arbeit. Die müssen jetzt die 4 Spiele noch durchgetragen werden und das ist auch die einzige Hoffnung, die du haben kannst. Danach kann es scheiße regnen, wie es will, berechtigterweise, aber für die 4 Spiele ist es, glaube ich, ein Zusammenhalt, den die Eintracht auch, den die Eintracht normalerweise auch ausmacht, wichtiger als alles andere. Ja, sehe ich auch so. Ich meinte auch gar nicht, dass die Stimmung negativ im Umfeld, meinte ich nicht. Ich meinte aber nur, dass die Mannschaft trotzdem nicht so leicht hat, glaube ich, die Fans mit ins Boot zu holen. Ich glaube, die Fans wollen im Gesamten schon sehen, dass da was geht. Also ich glaube, wenn wir so Auftritte wie in Köln oder so hätten, dann würde die Stimmung nicht so gut sein. Weil dann eher die Verzweiflung sich transportieren würde, wie diese Leere. Also da würde, glaube ich, nicht mal mehr gepfiffen werden, sondern wäre es einfach still. Und das ist es trotzdem nicht, weil du merkst, okay, die Leute wollen, die Jungs. Und das habe ich immer gesagt. Und deswegen macht mich das auch noch immer noch sauer, dass die ganze Saison die Fans kritisiert wurden. Ja, hier die Liga, da kriege ich, Marvin, du hast gesagt, wir heben uns das für den Sommer auf, aber ich muss trotzdem kurz anmerken, weil es jetzt aktuell war. Die hören immer noch nicht auf, die Fans mit in die Schuld zu ziehen. Weil die ja angeblich für die negative Stimmung mit der Fee gesorgt hätten. Sag mal, was wollen die uns verarschen oder was? Die hören immer noch nicht auf. Wir haben es denen jetzt verziehen und feuern weiter an. Und jetzt legen die nochmal einen drauf, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Sorry, das geht gar nicht. Und naja, das hat jetzt. Nicht nur negative Stimmung, auch da geht es ja auch um überhöhte Erwartungen, wo ich mir die ganze Zeit die Frage stelle, wo waren denn unsere Erwartungen überhöht? Ich meine, wo haben wir denn angefangen? Ich erwarte, dass die Eintracht in Aue gewinnt. Wow, Alter, was ist eine Erwartung? Ja, das ist es ja. Also, im Hexenkessel. Wir waren letztes Jahr 9. Jetzt haben wir diese ganzen... Egal, ob wir 9. waren, es geht um, wie die spielen. Nein, ich meine jetzt nur mal, wenn du dir den Verlauf anguckst, letztes Jahr 9, dann all das, was passiert ist. Wir sind ja nicht mit der Erwartung reingegangen, dass wir Champions League, Deutscher Meister und DFB-Pokal gewinnen, sondern wir waren ja einfach nur mit der Erwartung unterwegs, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und möglichst auch wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz zu landen. Wo waren denn da die Erwartungen überhöht? Wo war denn dein unnötiger Druck? Im Spiel haben wir schon auch eine kleine Euphoriewelle geblasen. Ne? Also naja, natürlich hast du das nach so einem Spiel. Es wäre ja auch schlimm, wenn du das nicht hast im Sport, sondern sagst von wegen, naja, das war halt jetzt... Dann brauchst du auch nicht hinzugehen. Es gab doch aber trotzdem es gab doch gar nichts. Genau. Die Stimmung gegen Fee ist ganz, ganz spät gekippt. Tut mir mal einen Gefallen. Ja, natürlich. Was wurde denn zum ersten Mal gepfiffen? Die Eintracht wurde ganz, ganz lange unterstützt. Es wurde erst gepfiffen, als es wirklich mal dramatisch wurde. Und das darf jedem Fan zustehen, weil die Eintracht-Fans pfeifen sogar auch meistens erst nach dem Spiel. Und da Bruno Hübner hat den Arsch offen, wenn er so ein Interview gibt. Sorry. Weil die Fans, die jetzt alle unterstützen, die werden jetzt mit so einem kleinen Seitenhieb schon wieder kritisiert. Das ist so unnötig. Nachdem die mit dieser tollen Aufwärtskampagne alle wieder ins Boot geholt haben, wird jetzt hier irgendwo lanciert von wegen die negative Stimmung, die Armin Fee entgegengeschlagen ist, die konnte nicht mehr gebremst werden. Armin Fee, ich habe es schon mal gesagt, wurde hier trotzdem aufgenommen. Ich habe diesen Vergleich gebracht mit der Schwester und dem Freund und bla bla bla. Er wurde doch ganz spät erst wieder... Und nach nicht von vornherein, sondern nachdem
was für ein Bild er abgegeben hat und wie die Mannschaft gespielt hat, war das alles andere als unberechtigt und der ist meiner Meinung nach sogar zu spät rausgeschmissen worden. Und jetzt fangen die wieder damit an. Die sollen jetzt bitte, 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 bitte die Fresse halten und genau das Gleiche machen, was wir machen und sagen, es sind noch vier Spiele, wir ziehen das jetzt durch und nicht mit so einem Scheiß anfangen. Es tut mir leid, das muss ich jetzt kurz noch loswerden, jetzt werde ich auch wieder positiv, weil es hilft alles nichts und wir müssen gegen Mainz gewinnen, aus dem Aus. Naja, nur ein Wort dazu, weil es ja anscheinend nicht so ganz funktioniert, darüber mal nichts zu sagen. es ist nur so, ich gehe davon aus, dass Bruno Hübner hier ganz klar an seiner eigenen Demission arbeitet und es schafft er relativ erfolgreich. Aber wie gesagt, alles Weitere dann spätestens nach dem 34. Spieltag wird hier sich einiges ändern. Und da wird auch dahingehend abgerechnet, denn das, was da halt publik wurde, muss ich sagen, ist definitiv unter aller Kanone und da kann ich mich euch im Grunde nur anschließen. Aber wie Basti das so gut gesagt hat, zurück zu dem, was jetzt direkt vor der Brust steht, und das ist natürlich Mainz, das ist ganz klar. Das ist hier eine Mannschaft, die, während wir irgendwie dem Abstieg entgegentrudeln, sich selbst schon im Europacup sieht. Ja, das wird natürlich eine schwierige Aufgabe, aber trotzdem, nach dem Leverkusen-Spiel, wenn die Mannschaft es schafft, das auf den Platz zu bringen, auf den Platz genauso nochmal auf den Platz zu bringen gegen Mainz und mit der Stimmung im Hintergrund, wenn die weiterhin eine positive ist, weil die haben die Fans mitgezogen, die Fans sehen, da ist zumindest Kampf dabei, dann kann ich mir vorstellen, dass es zumindest ein knappes Ergebnis wird und dann werden wir sehen. Also für mich ist die Messe trotz allem, trotz der Tatsache, dass es unglaublich schlecht aussieht. Und ich war am Samstag so weit und habe gesagt, okay, die Alter hat das abgestiegen. Aber ich finde mich trotzdem immer noch mit einem ganz kleinen Funken Hoffnung, nicht Funkel will ich nicht sagen, der hat selbst momentan mit Düsseldorf genug zu tun, aber mit einem ganz kleinen Funken Hoffnung finde ich mich wieder zurecht und habe immer noch das Gefühl, dass wir zumindest jetzt noch nicht komplett abgestiegen sind und der Sonntag kann den Weg immer noch weisen. Ich sag aber, das ist genau das. Ich war auch erstmal komplett konsterniert und habe gedacht, das kann alles nicht mehr wahr sein, gerade nach den anderen Ergebnissen, weil die Eintracht hat ja schon im Spiel Pech gehabt und wir haben auch Pech gehabt, dass die ganzen anderen Ergebnisse noch so krank waren, dass das alles komplett gegen uns gelaufen ist, wie so einem schlechten Film. Aber trotzdem, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, was haben wir für eine Aufgabe? Hannover blende ich jetzt mal aus. Also wenn die uns noch einholen, dann hat die Eintracht es eh nicht verdient. Aber wenn wir sind 4 Punkte hinter Bremen, spielen am letzten Spieltag da, wir haben ähnliches Torverhältnis wie die. Das heißt, theoretisch gesehen musst du dafür sorgen, du musst in 3 Spielen jetzt einen Punkt auf Bremen aufholen, um dann im letzten Spieltag wenigstens ein Endspiel um die Relegation zu haben. Und das ist jetzt nicht unfassbar unrealistisch. Was? Wie kommst du auf einen Punkt? Ach so, ja, das hast recht, ja. Damit du 3 Punkte dann, noch kannst. Dann sind wir 3 Punkte an den dran, gewinnen in Bremen, ja, also dass genau. Du ein Endspiel hast, dass du sagst, wenn wir da gewinnen und wenn dann kriegen die ja, sagen wir, du gewinnst ja 2-0, dann hast du ja auch quasi wieder 4 Tore ja. gemacht. Also das Torverhältnis ist, glaube ich, fast gleich. Also kannst du, genau. Wenn du einen ja, Punkt an, aufholst, annähernd, gleich, ja. Da kannst du in 3 Spielen einen Punkt auf Bremen ja wohl aufholen. Also das wird ja wohl drin sein, zumal die auch nicht so unbedingt die allerleichtesten Spiele haben und auch noch gegen Stuttgart spielen, die vielleicht uns auch nochmal in die Quere kommen. Also zumindest, also dass wir direkt drin bleiben, die Hoffnung habe ich aufgegeben. Dafür sind dann da die meisten Mannschaften auch zu gut drauf und spielen auch noch gegeneinander. Das heißt, einer muss ja punkten oder beide. Aber zumindest die Relegation sollte doch zu erreichen sein, wenn das man genau, Kopf jetzt nicht hängen lässt. Das ist genau der Punkt. Es ist immer noch möglich, auch wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Guck dir an, wie das in den letzten Jahren ist. Ich hab mir in den letzten Tagen mal ein bisschen Statistik angeguckt, habe mir angeschaut, was ist da so passiert. Erinnern wir uns an Stuttgart. Die standen, glaube ich, zum 30. Spieltag ähnlich schlecht wie die Eintracht und haben es durch 9 Punkte in 3 Spielen noch geschafft, um direkt drin zu bleiben. Ja, also da geht noch was. Ja, und auch im Jahr zuvor über die Relegation hat es dann der HSV noch geschafft und die haben ja noch viel schlechter gespielt, weil die kein einziges Spiel nochmal gewonnen haben. Das war eine andere Ausgangslage, die hatten mehr Glück, weil es da unten keinen mehr gab, der gekämpft hat. Unten ist ja jetzt in diesem Jahr richtig Trubel drin, das muss man auch mal sagen, dass die Mannschaften in der Bundesliga den Abstiegskampf endlich wieder, das kämpferische Element wieder dazu zurückgefunden haben und du siehst, dass sich da wirklich eine gewisse Spannung entwickelt, ja, und das ist wahrscheinlich zu leidtragend der Eintracht, aber wenigstens ist da mal wieder was. Aber trotzdem, es ist immer noch alles möglich und ja, für mich ist fast eher
so, dass ich Bremen momentan so sehe, dass die vielleicht sich dem Ganzen schon entledigen können, wenn ich mir angucke, wie da auch noch die Fans krass mitgehen. Die wurden letztens empfangen nach dem Spiel, was sie gewonnen haben, von den ganzen Fans mit dem Mannschaftsbus, wurde bejubelt und so weiter und so fort. Das ist echt eine krasse Atmosphäre, die da war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die gegen den HSV das nächste Spiel siegreich gestalten werden. Aber dann rutscht der HSV wieder unten rein. Ja, also da ist unten immer noch viel Bewegung. Und am Ende, ich habe letztens ganz kurioserweise die letzten vier Spieltage mal durchgerechnet. Ja, theoretisch kann selbst Wolfsburg noch da unten reinrutschen, ja. Ja, selbst. Okay, selbst das ist noch, ich sag dir mal ganz ehrlich, wenn das tatsächlich passiert, dann laufe ich nicht in Boxershorts, sondern dann laufe ich ratschlagend und nackt über den Eisernstieg. Ratschlagend kann man nicht so richtig laufen, aber. Ja, aber, also aber okay. Dafür würde ich alles tun, wenn Wolfsburg absteigt. Das wäre mein allergrößter Traum. Zumindest die Relegation ist noch drin. Aber wie gesagt, wie du richtig eben erwähnt hast, Stuttgart, die sind alle noch nicht raus. Und wir müssen uns jetzt einfach mit diesem Gedanken herumtragen, dass nur jedes Spiel zählt. Das ist einfach die. Natürlich ist es scheiße. Stell dir mal vor, am Samstag gewinnen alle anderen. Ja? Und du gehst am Sonntag in dieses Spiel gegen Mainz und weißt, dass alle deine Kontrahenten wieder gewonnen haben. Ey, das kann dich natürlich lähmen. Das kann dich natürlich vom Kopf her komplett kaputt machen. Aber trotzdem, also vielleicht haben wir nicht die Scheiße am Schuh, sondern die anderen. Das kann ja auch mal passieren. Dann sind wir das kann auch das Gegenteil sein. Es kann auch das Gegenteil sein, sozusagen Bremen hat verloren. Und wenn wir jetzt gewinnen, sind wir einen Punkt dran. So, das kann auch sein. Genau. Dann könnten wir sogar, wenn wir dann nur unentschieden spielen in Darmstadt und Bremen gewinnt, dann sind trotzdem noch diese drei Punkte. Ich will einfach, das einzige Ziel, was ich habe. Es ist traurig, dass wir so weit gekommen sind, darüber natürlich hier spekulieren zu müssen, weil wir immer gehofft haben, wir können alles idealerweise frühzeitig aus eigener Kraft schaffen. Hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, meine Güte, auch mit diesen Erwartungen. Natürlich, ich habe nie mehr, wenn einer gesagt hätte, oh hier, Ende der Saison wird der T16, hätte ich gesagt, fickt euch, ja, was ist das für eine Scheiße? Und heute würde ich sagen, oh bitte, lass uns bitte irgendwie 16er werden. Ja, das gibt's doch überhaupt nicht. Wie weit sind wir denn, ne? Also, und dann zu sagen, eure Erwartungen waren zu hoch, es hatte doch nur keiner die Erwartung gehabt, dass wir da unten bis zum letzten Spieltag müssen, um irgendwie vielleicht noch in die Relegation zu kommen. Also, das ist ja wohl mal ein schlechter Scherz. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein schlechtes Herz. Also als wären wir wie Darmstadt in die Saison gegangen, so von wegen, oh je, die Klasse zu halten dieses Jahr, das wird fast unmöglich. Also das hatten die doch selber nicht. Ganz ehrlich, das sind doch nur irrelevante Schutzbehauptungen. Also ich denke, ganz ehrlich, bedarf auch diesen Quatsch, der da abgesondert wird, nicht mehr ganz so viel geben, weil du merkst doch, das ist eigentlich sein Todesurteil, sein sportliches Todesurteil. Bei allem Respekt, jetzt kommen wir wieder zum Thematik, aber es zeigt sich, dass keinerlei Einsicht hat. Ja, lass uns doch mal bei dem Mainz-Spiel bleiben, während Marvins Mikro sich gerade eben wieder so ein bisschen verabschiedet. Wir hatten ja noch die Frage von, wo ist mein Dokument hin? Herr Susi, was denn mit Bunyaki wäre? Ob das nicht mal eine Option wäre, um da vielleicht nochmal so ein bisschen neuen Wind reinzubringen? Haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, in den drei Spielen noch irgendwie so ein bisschen andere Dinge auszuprobieren? Oder? Die Frage ist, was wir spielen, oder? Also, nee, finde ich nicht. Also ich finde, da haben wir Leute, die schon weiter sind, glaube ich, Waldschmidt und also ich weiß nicht, Bunyaki hat mir auch keinen Gefallen. Okay. Ja, aber es ist ja auch eigentlich im Endeffekt ist es Jacke wie Hose, ne? Also, keine Ahnung, mir gefällt nach wie vor Huschti nicht, aber ob der jetzt auf dem Platz steht oder nicht, ist eigentlich auch egal. Otschipka als Linksverteidiger war auch kein Sahnetag von ihm. Also wie oft Seferovic hinten aushelfen musste, kannst du auch nicht mehr zählen. Ne? Also da ist jetzt ganz viel, da kannst du ganz viel sagen, ja, Otschipka lieber als Jagba, besser Jagba als Otschipka. Im Endeffekt macht er den Käse nicht fett. Und daran wird es nicht liegen, ob wir absteigen oder nicht. Das haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Im Endeffekt, es kommt jetzt eigentlich kaum noch drauf an, wer spielt, sondern nur noch kämpfen bis zum Ende und irgendwie das Ding über die Linie drücken. Es ist halt so schade. Ich finde schon, an sich ist ein guter Punkt. Ja, ein Bunyaki hätte irgendwann in der Saison vielleicht auch nochmal eine Einsatzchance gebraucht. Jetzt am Ende sehe ich es auch ein bisschen kritisch, weil du siehst ja, du brauchst manchmal Kaltschnäuzigkeit jetzt vorm Tor. Ich will sie ihm nicht absprechen, weil er hat gute Tore gemacht bei der U19 sicherlich. Ob das für die Bundesliga dann wieder reicht oder ob wir uns dann wirklich in den Arsch beißen. Versuch wäre es vielleicht wert, mitnehmen auf jeden Fall. Es fallen ja noch ein paar Spieler aus.
Dementsprechend einen Platz auf der Bank hätte er sicherlich verdient. Und wenn die Situation kommt, auf jeden Fall. Warum soll er nicht spielen? Das Problem ist für mich eher, was für mich so ein bisschen eine Schockmeldung eher war, war dann so Sachen wie Zambrano, der ja jetzt anscheinend länger ausfällt, der MRT oder Kernspin oder was auch immer beim Oberschenkel gemacht bekommen hatte und ja jetzt von der größeren Verletzung gesprochen wird, das ist für mich eher okay, verdammter Mist, der dann auch wenn wir es nicht mehr hören können. Wobei ich heute gelesen habe, dass er selber ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, ach, wenn es irgendwie kleinere Sachen sind, beiße ich die Zähne zusammen, ich will auf jeden Fall dabei sein. War der nicht auch heute irgendwie im individuellen Training, also nicht mit der Mannschaft, aber zumindest im Training? Genau, also er war auf jeden Fall war er im Training dabei und ich meine gestern Abend im Heimspiel hat er das gesagt. Okay, weil ich hatte heute nur den Bericht gesehen, ich weiß nicht, da bei Sky kam dann so ein bisschen eine Zusammenfassung nochmal um 19 Uhr, 19.20 Uhr, wo nochmal, was ist heute so passiert und da unter anderem war da eben das Interview mit Peter Fischer, worauf wir sicherlich auch später noch zurückkommen und eben, dass Zambrano wohl eine nicht ganz so Lappalienverletzung im Oberschenkel hat, wie sie vorher angenommen hatten. Aber gut, wenn ich hoffe, dass es so ist und dann wäre ich auch sehr zufrieden, denn klar hat Russ jetzt nicht das schlechteste Spiel gemacht, aber ein Zambrano gefällt mir da hinten schon normalerweise noch ein bisschen besser. Ja, mir auch. Mach mal weiter, ich muss mal versuchen, den Marvin wieder reinzufischen. Ja, genau, ansonsten lass uns doch gerade nochmal auf das Fischer-Ding eingehen. Ne? Also das ist ja ein Offenbarungseid, wie er im Buche steht. Ne? Was denn, habt ihr das gelesen, was im Kicker stand? Ich glaube, du musst es nochmal kurz erzählen für unsere Herr. Okay, also er wurde gefragt, was er im Moment noch macht. Und er sagte, ja, eigentlich geht er nur noch vor die Tür, um Zigaretten zu holen. Der Zigarettenautomat quatscht wenigstens nicht mit ihm. Die Taxifahrer freuen sich, wenn er als Gast mitkommt, damit sie ihn beschimpfen können. Wo man hinhört, ist nur noch schlechte Stimmung wegen der Eintracht. Also genau in die gleiche Kerbe reingehauen. Und dann hat er sich irgendwie auch noch auf ein Interview mit Jana Gefjordhoff bezogen, wo der gesagt hat, naja, komm, hier so ein 5-1 am letzten Spieltag, wo das entscheidende Tor fällt, in so Situationen werden Helden geboren und das kann immer mal passieren. Und daraufhin sagt er, naja, wenn man 30 Spieltage keine Helden hatte, Punkt, Punkt, Punkt. Also, keine Ahnung. Also, wenn der Präsident als Miesmacher vorangeht und dann halt sagt, ja, egal, wo ich in Frankfurt hinkomme, nur schlechte Stimmung. Aber haben die nicht mitgekriegt, wie die Stimmung gegen Hoffenheim war und dass diese Aufwärtskampagne eigentlich aufgenommen wurde? Haben die das nicht gesagt? Also haben die das nicht mitbekommen, dass 4000 Leute in Leverkusen waren und die ganze Zeit die Mannschaft Die fühlen sich alle persönlich angegriffen im Endeffekt. Ich glaube, es war ganz deutlich auch, bei Peter Fischer, der dann gesagt hat, ja, meine Kinder kriegen nicht mal mehr vom Metzger einen Kringel Fleischwurst oder was, wo ich gedacht habe, also was ist denn das? Denn für ein das ist ja eine Kacke. In der Situation wirklich, du musst ja, wie wahnsinnig wichtig es einfach ist, jetzt darf keine Unruhe reinkommen, ne? Noch mehr Unruhe. Du merkst, die Leute sind so fahrlässig teilweise. Was muss der sich da hinstellen, so eine Scheiße dann labern? Also es ist wirklich du hast auch das Gefühl, die haben untereinander gar keine Einigkeit. Ich habe das Gefühl, da will jeder nur seinen Arsch retten. Auf dem Rücken von der Eintracht. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch nicht Arschretten, das ist doch geschäftsschädigend. Also natürlich, aber die Frage ist doch, wer ist hier überhaupt in Charge gerade? Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ja, das stimmt allerdings. Ohagen ist hier am Einschlafen, Hellmann macht ein bisschen rum, Fischer babbelt ein bisschen, Hübner macht hier, der Kovac kam, ich glaube, der Kovac denkt auch, Gott, wo bin ich hier denn gelandet? Der hat ja gar keinen Ansprechpartner in dem Sinne, wo er sagt, ja gut, wer entscheidet jetzt überhaupt, ob ich bleibe? Ach so, derjenige, der das eigentlich entscheiden sollte, der ist noch gar nicht da. Also, sorry, wenn ich doch in so einer Coaching-Situation bin, dann müssen doch die Granden sich mal zusammenhocken und sagen, so, bei allen Sachen, die hier zwischen uns sind, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt tatsächlich durch. Das ist wie wenn, keine Ahnung, Eltern sich getrennt haben, die sich hassen, aber das Kind ist irgendwie in den Drogensumpf abgerutscht. Da müssen die Eltern sich auch mal zusammensetzen, egal wie die sich hassen. Da müssen die sich halt, können danach, wenn die Entziehungskur fertig ist, können sie sich immer wieder weiter streiten. Aber sorry, das ist fahrlässig. Solche Aussagen zu tätigen, die auch nicht mal stimmen. Wollen die jetzt tatsächlich darauf beharren, dass die Fans schuld sind? Die Eintracht-Fans sind die besten Fans in der Liga wahrscheinlich. Also sorry, das ist das Allerlächerlichste, was ich jemals gehört habe. Das kann von mir aus ein Hoffenheimer sagen, wenn er sagt, ja, uns fehlt im Abstiegskampf, fehlt uns ein bisschen die Stimmung. Hoffenheimer hat überhaupt keine Fans. Die sind trotzdem gut. Warum? Weil die gutes Spiel haben, weil die jetzt einen Trainer geholt haben, der gut kicken lässt, ja. Ach so, wenn man,
Ey, naja, aber lass uns, der Marvin hat eigentlich trotzdem gut gesagt, ich höre jetzt an der Stelle komplett auf. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Weil ich bin ja jetzt eben gerade wieder zurückgekommen. Wir sind jetzt ein bisschen bei Peter Marvin. Schön, dass du wieder da bist, Marvin. Wir gewinnen gegen Mainz. Ich merke schon, die Welle der Negativität ist schon wieder übergeschwappt. Natürlich kann es ging gerade nur darum, dass Peter Fischer, keine Ahnung, sich hinstellt und sagt, mein Kinder kriege kein Wurst mehr beim Metzger. Was? Mann, ey. Wegen der schlechten Stimmung. Und die Taxifahrer, die freuen sich, wenn der Fahrgast ist, damit sie ihn mal bepöbeln können. Also, ich will mal eins sagen. Schlechte Stimmung, ja, ich habe schon andere Sachen hier in Frankfurt erlebt. Ne? Also wenn hier einer mit schlechter Stimmung ankommt, da muss man mal die Kirche wirklich im Dorf lassen. Danke. Und ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen sauer, dass solche Thematiken überhaupt wieder hochkommen, als hätten sie alles vergessen. Das ist übrigens alles auf deren verfickten Mist gewachsen. Sorry, das durfte ich jetzt nicht mehr sagen. Ja. Aber das ist alles und das, ich meine, deswegen, wir wollten eigentlich gar nicht dahin kommen. Aber, dass die Eintracht überhaupt dort steht, wo sie aktuell steht, ist ein Fehler, der nur darauf zurückzuführen ist, dass jahrelang Missmanagement betrieben wurde, der immer wieder durch kurzzeitige Hochs kaschiert wurde. Fakt ist doch hier, dass das alles einen Grund hat. Und das, was jetzt passiert, ist nur eine Auswirkung von vielen Jahren Misswirtschaft. Und da ist jeder Einzelne, der sich gerade aktuell äußert, Schuld daran. Ich will, Leute, es gibt Wichtigeres als Fußball und zum Glück sterben bei der Eintracht keine Kinder und nichts und so weiter und so fort. Mhm. Aber trotzdem, wenn wir das rein vom fußballerischen Aspekt betrachten, wurde hier über viele Jahre so schlecht gewirtschaftet, so schlecht auch in die Ferne gedacht, zukunftsmäßig, dass sich doch jetzt keiner wundert, dass die Eintracht da unten steht. Ja? Aber das ist alles, da kannst du die Spirale machen von Hübner über den ehemaligen Trainer Fee, der einen Anteil daran hat, dass die aktuell so schlecht spielen, über Bruchhagen, der seinen Anteil daran hat, dass diese Leute überhaupt geholt wurden, hin zu Hellmann, hin zum Sportvorstand, die auch dafür verantwortlich sind, dass diese Leute überhaupt immer noch im Amt waren. Also, da kann sich keiner von der Verantwortung freisprechen, aber dass jetzt natürlich alles wieder auf die Fanschiene geschoben wird, das kann ich nicht ernst nehmen, deswegen sage ich, wir müssen das, was aktuell da oben passiert, müssen wir komplett ausblenden. Im Moment heißt es nur, die Mannschaft und die Fans. Das ist das Einzige, was aktuell zählt. Und auch vielleicht noch der Trainer, dem er aktuell vielleicht auch Dinge ankreiden kann, was aber überhaupt keine Relevanz hat. Im Moment geht es nur darum, die Klasse zu halten. Und wenn die Eintracht die Klasse hält, dann hält sie sie nicht wegen dem Management. Hält sie sie nicht, weil jemand gute Transferentscheidungen getroffen hat. Dann hält sie sie nicht, weil jemand wusste, dass es gut ist, dass man solche Fans hat und so weiter und so fort, sondern hält sie die nur deswegen, weil das Team es aus sich selbst heraus irgendwie noch geschafft hat, weil vielleicht der Trainer den einen oder anderen richtigen Kniff hatte und weil es die Fans gab, die jetzt, und daran appelliere ich auch an jeden Fan, ruhig bleiben, die sich nicht verrückt machen lassen und die Mannschaft in den letzten 4 Spielen einfach tragen. In eine Welle der Positivität, weil alles andere funktioniert nicht. Und das muss sich jeder klar sein. Aber es hat nichts, was jetzt noch Positives passiert, hängt mit dem zusammen, was im Management in den letzten Jahren gemacht wurde. Jo, hast du völlig recht. Umso besser ist es, dass die Mannschaft sich von diesen Störfeuern momentan nicht wieder komplett aus dem Ruder laufen lässt. Also muss ich wirklich sagen, du merkst es, Marvin, du hast sehr schön alles, also stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist einfach nur grauenvoll, dass jetzt wieder jeder versucht, seinen Job zu retten irgendwie und zu sagen, oh Gott, ich habe aber nichts gemacht und an mir kann es nicht liegen. Wenn du es natürlich so konkret dann auf die einzelnen Situationen anschaust, ja, meinetwegen, der ein oder andere Transfer war nicht schlecht, die ein oder andere Dings, aber die Philosophie und so weiter und dieses ganze System, wovon wir ja schon jahrelang hier eigentlich sprechen, haben wir alle nicht gesehen. Und da kann sich auch keiner herausreden, dass es irgendwo jetzt mal ausnahmsweise nicht funktioniert hat, weil wir eben nur mit jungen Spielern hier oder was weiß ich, das ist Kacke, hat nicht funktioniert, so wie wir es jetzt gemacht haben, Neuanfang nach der Saison, jetzt Mund abputzen, los, weiter geht's und jetzt... Ich finde es auch schade, dass nicht einfach gesagt wird, nicht eventuell kriegen wir es noch hin mit Relegation. Nein, wir kriegen es hin mit Relegation. Ja? Die Relegation, wir spielen Relegation. Man muss auch mal wieder an sich selbst glauben. Verdammte Scheiße, das schaffen wir noch. Es sind noch 4 Spiele. Hast du noch direkte Duell gegen Bremen. Ja, dann holst du eben, wie Basti vorhin gesagt hat, holst du eben vorher noch einen Punkt, dann die holen nichts mehr und dann schießt du am Ende raus und dann sind wir doch alle froh. Dann Relegation gewinnen wir dann auch noch. Also Dennis, es muss doch mehr genau positives Denken daher.
das ist doch genau der Punkt, denn wir müssen uns, als Fans ist es natürlich irrational, irgendwelche Hoffnungen zu haben, die sich statistisch wahrscheinlich nicht belegen lassen, aber trotzdem ist doch das Wesen dieses Fußballs immer noch die Hoffnung zu haben, dass irgendwas besser werden kann, auch ja. Dinge zu sehen, die nicht vorhersehbar sind, genau. Ergebnisse zu sehen, die nicht vorhersehbar sind. Wer hätte denn in dieser Zeit damals gedacht, dass ein Fjordhoff noch das entscheidende Tor gelingt, wir 5-1, der Neune die Klasse halten. 10 Jahre zuvor, 89 war das, glaube ich, als es auch durch die Relegation ging, wo gegen Saarbrücken gewonnen wurde, da hast du auch noch die Klasse gehalten. Also es geht, es ist möglich. Und an diese Möglichkeit muss sich die Mannschaft einfach klammern. Ich denke, sie ist auf einem guten Weg, weil das trotzdem für mich momentan 11 Leute sind, die einigermaßen gut zusammen funktionieren, wo es keine internen Querelen gibt. Und das ist alles, was zählt. Und du musst an dieses Positive denken. Und alles andere, finde ich, muss ausgeblendet werden. Und was und jeden dummen Kommentar, den irgendein irgendein Funktionsträger momentan ablässt, den können wir ihm dann am Ende nach den 34 Spieltagen dann mal gerne vorhalten. Das können wir gerne tun. Ich habe am Samstag in der Welle dieser Frustration nach diesem Spiel, was ja eigentlich schlecht war, aber was wir trotzdem haushoch verloren haben, habe ich, glaube ich, irgendwie 4 Seiten zusammengeschrieben, was sich eigentlich langfristig auch irgendwann mal ändern müsste und so weiter und so fort. Das können wir alles durchgehen. Ich habe mir da Pläne gemacht, die mögen lückenhaft sein, aber wenigstens ist es ein Ansatz, weil ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich über Jahre hinweg keiner Plan gemacht hat. Aber wie gesagt, jetzt bin ich ruhig. Ja, dann noch eine kurze im Sommer eine Sendung. Ja, eine kurze Ergänzung zu deiner Liste. Aktuelle Gerüchtelage ist, Horst Held kommt und bringt Breitenreiter als Trainer mit. Was? Hast du schon getrunken? Nein, leider noch nicht. Wo stand es? In diesem Internet. Naja. Das ist aber das habe ich ja letzte Woche schon angesprochen. Ja, das wäre eigentlich, wo ich sagen würde, da hätte ich irgendwie, normalerweise hätte ich dann gesagt, oje, oje. Aber die Eintracht hat aus uns ja tatsächlich echte abgefuckte Drogenjunkies gemacht, die dann schon froh sind, wenn sie nicht mehr heroinabhängig sind, sondern nur noch koksen. Ja, also Held und Breitenreiter tatsächlich, ich bin mittlerweile so weit, das würde ich sogar auch unterschreiben. Auch wenn ich eigentlich nicht viel von beiden halte, aber mittlerweile sind wir schon so weit unten, dass man das dann auch gerne aufnimmt. Und das ist, glaube ich, die Taktik von Eintracht, die machen das tatsächlich so. Die arbeiten mit so einer Verknappung. Wollen uns aushungern, genau. Lässt sich aushungern, damit du irgendwann komplett zufrieden bist mit so einem Scheißdreck. Aber gut, der Marvin hat gesagt, lass uns das bitte im Sommer besprechen, weil wir können vielleicht uns einfach ein Beispiel an dem Team von unserem hochgeschätzten Los de Nippes nehmen. Weil die haben gezeigt, dass Mainz, selbst wenn man 2-0 gegen die zurückliegt, nicht unschlagbar ist. Und Köln spielt auch nicht die Sterne vom Himmel. Also wenn wir die Einstellung zeigen, und Mainz ist vielleicht jetzt auch, geht auch vielleicht auf dem Zahnfleisch. Die haben eine geile Saison gespielt. Vielleicht sind die aber auch gerade in einer Phase drin, wo denen genau das um die Ohren fliegt, diese plötzlich gestiegene Erwartungshaltung. Es kann aus, man muss mal so sehen. Mainz hat doch auch jetzt was zu verlieren. Die haben doch auch diese ganz latente Hoffnung, auch wenn sie es angeblich nicht haben, haben die trotzdem bestimmt, dass sie den Europapokal wollen. Jetzt spielen die in Frankfurt, da trauen die Mainz-Fans sich nicht mehr hinzufahren, weil du eine S-Bahn beschimpft wirst. Oh. Also, du wirst nicht beschimpft, du wirst begrillt. Ja, wir blasen die aus dem Stadion, die meisten Menschen, Punkt aus, so müssen wir jetzt denken. Und wenn wir die nicht aus dem Stadion blasen, na gut, dann ist es halt nicht so, aber ich muss es jetzt denken. Und dann, natürlich. Wenn Bremen, und wenn, wer weiß, wie die Spiele vorher ausgegangen sind, vielleicht sind wir an irgendeiner Mannschaft dann näher dran und fertig. Was spielen wir dann? Dann spielen wir in Darmstadt. Ja. Da kann man dann theoretisch auch gewinnen, weil da wird auch Unruhe sein. Ja. Da wird eine komplett unsichere Situation sein, wer weiß, wie viele Tausende da in die Stadt fahren. Und da wird eine ganz komische Stimmung in der Luft liegen. Und meine Güte, vielleicht schlagen wir mit den eigenen Waffen, vielleicht gewinnen wir dann nach einer Standardsituation aus. Ich will da jetzt dran glauben. Und ja, wir können diesen ganzen, man merkt ja trotzdem, dass es immer wieder hochkommt. Also ich kann diesen Deckel von dem Kessel nicht ganz komplett draufhalten, aber ich kann mich jetzt in meinem fetten Arsch draufsetzen und probieren, dass nichts rauskommt bis Sommer. Und einfach nur noch trotzdem hoffen, dass wir irgendwann in der Boxershorts über den eisernen Steg laufen. Ja, das ist genau der Punkt. Natürlich, die negative Stimmung kommt dann vielleicht immer wieder ein bisschen rot, aber wir müssen uns damit anfreunden. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass zwei so wichtige Spiele, so die normalerweise auch, wenn wir jetzt Tabellenzehnter wären, da würden uns die nächsten beiden Spiele ja trotzdem nicht kalt lassen, weil es wären besondere Spiele. Vielleicht ist es dieser besondere
ja, wie soll ich sagen, dieses besondere Flavor, was jetzt da vielleicht noch ein paar Prozent reinbringt und das Ding zu unseren Gunsten verändert. Du hast auch vollkommen recht. Nur, es ist ja nicht nur so, als wäre nur in unserer Mannschaft, sag ich mal, ein bisschen nicht in dem Kern, aber so im Umfeld Unruhe drin. Auch bei, nur das Ding ist, dass die, zum Beispiel die Darmstädter, die haben Dinge momentan besser unter Kontrolle. Guck mal, wenn wir uns darüber mal unterhalten, wie das war mit den rosa Leibchen, wo es eigentlich normalerweise bei jedem gestandenen Bundesliga-Verein hätte es da ein bisschen mehr Skandal gegeben. Stell dir mal vor, die Bayern wären mit rosa Leibchen und hätten dann irgendwie, und der eine ist dann, der Verlierer ist dann eine Frau, weißt du, das ist eigentlich alles sexistischer Müll. Aber die Darmstadt hat es geschafft, das einigermaßen zu deckeln, wurde alles nicht besprochen. Bei anderen Vereinen, bei der Eintracht, wäre diese Situation komplett eskaliert. Das heißt, dass du auch natürlich merkst, dass Darmstadt momentan komplett auf dieser positiven Welle rollt, ja, und die tragen die ganz gut und sie werden aber auch teilweise davon begünstigt. Selbst du hast ja selbst nicht großartig was davon, dass mittlerweile immer mehr Spieler dort mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden. Also auch da wird es einigermaßen gut gedeckelt. Das ist bei der Eintracht auch anders. Aber das heißt, selbst da, es gibt Reibungspunkte, ja, und die Eintracht hat so Reibungspunkte natürlich generell, weil es ein größerer Verein ist, aber das muss alles ausgeblendet werden und ich hoffe einfach, dass die Eintracht in den nächsten verbleibenden 4 Spielen es einigermaßen hinbekommt und aber diese positiven Würzungsaspekte sieht, Mainz, Darmstadt, ich hoffe, dass in Darmstadt die Situation mit den Fans halt nicht eskaliert, weil da weiß ich nicht genau, wie das weitergehen soll. Das könnte noch so ein bisschen ein Knackpunkt sein, aber ich würde sagen, da machen wir uns dann Gedanken drüber nach dem Mainz-Spiel, weil das wird ja auch so ein bisschen dann Ausschlag geben, vielleicht wie viel Eskalation da am Ende stattfindet. Wichtig ist aber, dass wir unsere Punkte holen, denn wenn die anderen sehen, oh scheiße, die Eintracht gewinnt ja ihre Spiele, dann werden die auch nervös, dann wird es für die auch wieder schwieriger. Auch die Mannschaften, die jetzt so aussehen, oh ja, ja, die haben es ja jetzt fast gepackt, wie schnell schlägt das wieder um? Das ist eine Verunsicherung in manchen Mannschaften, dann geht gar nichts mehr. Wir haben es doch bei uns genauso gesehen. Vielleicht kriegen wir es wirklich hin, diese Verunsicherung mal an jemand anderen abzugeben, weil eventuell haben wir mal wieder einen Lauf. Und kriegen es mal hin, wieder ein paar Spiele zu gewinnen. Und rucki zucki sagen alle, ach du Scheiße, die Eintracht hat sich fast gerettet. Wir sind am Arsch, sind nur noch 3 Punkte. Und dann am Ende, ach du Kacke, haben wir es am letzten Spiel, da haben wir es verkackt. Selbsterfüllende HSV. Prophezeiung, passt. Ja, HSV und Stuttgart sind noch nicht durch. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die können noch nach Nürnberg unten durchrutschen. Ist, ja, genau. Wie genau? Oder wie im letzten Jahr, als dann irgendwie Freiburg hat am 33. Spieltag gegen die Bayern gewonnen oder was weiß ich, glaube 33. irgendwas, kurz vor Schluss. Jeder hat gedacht, okay, Freiburg ist durch. Wer ist direkt abgestiegen? Freiburg. Also, weil die am letzten Spieltag dann noch gegen Hannover verloren haben. Also es ist alles möglich. Und diese 4 Spieltage haben ihre ganz eigene Brisanz. Die laufen nicht nach dem normalen Konstrukt, nach den normalen Regeln des Bundesliga-Geschäfts. Und daran können wir uns ein bisschen klammern und die Spieler sollten es genauso tun. Es ist noch nichts gelaufen und wenn sie jetzt irgendwie die Kirschen von den höchsten Bäumen holen, dann geht halt noch was. Naja, wenn du dir das Programm anguckst, ich meine, die haben ja auch durchaus Dinge, wo die Federn lassen. Bremen spielt jetzt am Freitag gegen den HSV. Stuttgart spielt gegen Dortmund. Die sind ja wahrscheinlich jetzt sowieso nach dem Euroleague aus auch so ein bisschen angefressen. Die werden da ja auch ordentlich Gas geben. Wolfsburg gegen Augsburg. Für die Wolfsburger ist ja bisher auch die Frage, wie es jetzt im Pokal weitergeht. Also da ist ja schon durchaus die Chance da, dass die den einen oder anderen Punkt in der Konstellation lassen können. Und wenn du dann halt auf Schlagdistanz bist, dann geht es auf einmal ganz schnell. Auf jeden Fall. Wolfsburg sollte man übrigens auch im Kopf behalten. Das ist eine Mannschaft, die in den letzten 4 Spieltagen wahrscheinlich nach oben nicht mehr ganz so viel reißt. Allein, weil die momentan ja überhaupt keinen Lauf haben, sondern eher was negativen Lauf. Und die könnten entweder, und das ist halt mega nachteilig für die Eintracht, entweder zum Punktelieferant für die Abstiegskonkurrenten werden oder wie gesagt halt vielleicht selber noch durchrutschen. Also, es ist noch nichts gelaufen und wer weiß, was uns erwartet, aber wir müssen einfach das positiv sehen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und Support und das Positive für die Mannschaft, das ist das Einzige, was wir in den nächsten 4 Spielen einfach tun können. Genau, dann lass uns da jetzt erstmal ganz positiv über die Ergebnisse reden. Basti hat ja schon gesagt, wir schießen die Mainzer aus dem Stadion. Wie hoch denn? 2-1 tippe ich. Okay. Dennis? Also mir reicht ein dreckiges 1-0. Ja, das Ding ist, wenn wir ein Tor schießen, dann sind auch durchaus 2 oder 3 drin. Ja. Deswegen sagst du was, Alex? Ich bin echt am Ende. Also 0-0. What? Ich glaube nicht daran, dass wir ein Tor schießen und
ganz ehrlich, glaube ich auch nicht mehr, dass wir gewinnen. Also, ich bin echt gern bei euch, bei der ganzen positiven Stimmung, aber ganz ehrlich, ich habe all meine positive Stimmung komplett aufgebraucht. Also ich meine, ich war ja derjenige, der jede Woche die Fahne hochgehalten hat und gesagt hat, ach komm, der Armin macht das schon. Und wenn Burnout, du einfach jeden Alex. Spieltag euphorisch reingegangen bist und jeden Spieltag wieder tief gefallen bist, ich habe keinen Bock mehr, von diesem Verein auf die Fresse zu kriegen. Also ich habe bei der Alex eben nur so ein komisches Knistern gehört. Ich habe jetzt nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ja, ja. Also, da kam so noch so ein bisschen, bei mir auch. Da kam noch so ein leises Blablabla. Bla, bla. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt hat. Im Zuge dessen, ich gehe davon aus, dass sie irgendwie 3 oder 4 1 getippt hat. Und genau das ist auch mein Tipp. Also ich sage auf jeden Fall 3-1 für die Eintracht gegen Mainz. Nee, 3-0 sage ich sogar. 3-0. Was sollen die Mainzer schon wieder hier Tore schießen? Also 3-0 für die Eintracht und das ist das erste von 4 Akten des Frankfurter Wunders. Hervorragend. Ich sage 2-0 und damit haben wir alle auf einen Sieg der Eintracht getippt. Hervorragend. Ja. Auf jeden Fall. Also wenn Basti auf einen Sieg tippt, das ist ja für mich dann wirklich hier. Ja, die spannende Frage ist ja auf was. Die spannende Frage ist ja, auf was er nachher Geld setzt. Das ist ja das. Ja, also das möchte ich ja auch hier an der Stelle nochmal erwähnen. Ne? Da sitze ich und bin komplett abgepackt, weil wir schon wieder verloren haben. Und da sitzt neben mir jemand, der den Tippschein rausholt und sagt, oh, wenigstens 100 irgendwas Euro gewonnen. Alter! Also, die entscheidende Frage ist doch jetzt, hat er dir wenigstens was von den 100 Euro ausgegeben? Es könnte in Bierform ausgeschüttet werden. Mega. Ja, Bier kam an dem Tag häufiger vor. Ja, dann ist doch alles gut. Über was beschwerst du dich denn dann bitte? Ja. Ich habe übrigens für Mainz sogar, um den Glücksgott beschwören, eine Wette laufen, dass ich mein Alex Meyer Fußballgott-T-Shirt tragen muss an dem Tag. Oh. Also ich versuche trotz meiner negativen Vibes alles zu geben. Okay. Hast du nicht auch in diesem Jahr schon den ein oder anderen 50er bei irgendwelchen Wetten verloren? Ach du, dieses Jahr lief nicht so. Okay. Ich wollte nur nochmal zur Bestätigung nachfragen. Alles gut. Alles gut. So, ich würde sagen, an dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für eine kleine Show-Einlage. Herr Basti, haben Sie besagte Liste zur Hand? Ich habe tatsächlich besagte Liste. Er hat besagte Liste zur Hand, dann kommt jetzt der Teil, wo wir uns alle gemütlich zurücklehnen. Ja, du musst ja noch die Leute grüßen, für die ich das mache, oder? Erstmal machen wir ein bisschen angenehme Hintergrundmusik an. FSK 8, du hast gesagt. Und wir grüßen an dieser Stelle die drei Menschen, die uns Fotos eingeschickt haben von unserem Fangate4-Interview, was man wahrscheinlich immer noch irgendwie käuflich erwerben und nachlesen kann. Deswegen einmal Grüße an Jan D., auch bekannt als Dietrich Jan auf Twitter, Benito, auch bekannt als Konstantutiv und Bone Dice, bekannt als Bone Dice auf Twitter. Und jetzt, Herr Basti, legen Sie los. Ich lese jetzt die Liste der schönsten Alpinerfarben vor. Da haben wir als allererstes die Stärke der Berge, zarte Romantik, Nebel im November, Erde des Südens, die Poesie der Stille, Dichter der Erde, Zeit der Eisblumen, der stolze Wellenreiter, Hüterin der Freiheit, sternblaue Schönheit, der sanfte Morgentau, Ruhe des Nordens, Wolken in Rosé, Flügel in Smaragd. Und das Ganze habe ich vorgelesen in eleganter Gelassenheit. Da-da. New Day Rocks. New Day Rocks. Also das ist so sagen, das ist auf mehreren Ebenen wirklich irritierend gewesen. Mich irritiert, dass es mir ein bisschen gefallen hat. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ich glaube, du warst auch eher die Zielgruppe. Ja. Und aber gut. Genau, in nächster Woche nicht mehr weiße Farben, sondern nächste Woche Farben der Kategorie Blau. So, genau, lasst uns wieder zum Ernst des Alltags überkommen. Wir haben Dummschwätzer. Ja, haben wir die?
Ja, jetzt haben wir. Also wir haben Leute auf der Liste stehen. Wir haben Leute letzte Woche benannt. Ich weiß nicht, Herr Marvin, haben ja. wir... Ja, ich kann also damit anfangen. Peter Fischer haben wir ja schon nominiert. Genau, Peter Fischer also hat Peter, sich quasi Peter selbst für, nominiert. Meine Kinder kriegen keine Wurst. Ganz ehrlich. Ist auch jetzt schon ein großer Kandidat. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wer von euch kleinen Schlemielen hier Dummschwätzer der Woche den guten Herr Heino hineingesetzt hat. Aber ich muss sagen, die Person, die das gemacht hat, hat auf jeden Fall absolut recht. Denn im vergangenen Sky 90 hat sich der gute Herr Heino fußballerisch ausgelassen, sein Unwissen in wunderbarster Art und Weise eigentlich breit getreten. Aber was man ihm wirklich ernst nehmen muss, das andere ist ja alles nicht so dramatisch, aber was man ihm übel nehmen muss, ist die Tatsache, dass er ganz grauselige Songs gemacht hat und die eigentlich so Fußball-Musik-Remixes, das ist wirklich unfassbar, das schlägt jedem fast die Krone aus dem Dingsbums oder so, die Krone aus dem Fass, also ihr merkt schon, mit Sprichwörtern habe ich es nicht so, aber da kann auf jeden Fall, ja, es klappt manchmal nicht ganz so gut, wenn ich ein bisschen müde bin, aber der Basti wird da sicher noch mehr dazu sagen. Ja, zu Heino hast du jetzt eigentlich schon alles gesagt. Also eigentlich muss man da gar nicht Heino nominieren, sondern eigentlich muss man das Sky 90 nominieren. Weil, ja, aber dann, die hätten wir dann jede Woche wieder in der Liste drinstehen. Ja, also da läuft ja alles schief. Die zahlen 44,90 € für den Kram im Monat. Und dann ist da ein Sky Fußball Talk. Da hockt manchmal tatsächlich Wolfgang Bosbach rum. Und jetzt hockt Heino darum. Wollen die mich verarschen? Sowas kann bei Sport 1 können die das von mir aus machen. Da können die sich... Die saufen sich doch da, dienstags saufen die sich doch da komplett voll da mit den ganzen Z-Promis. Das können die ja machen, da muss ja keiner bezahlen. Bitburger, Stamm, Fan Talk, Sif-Bude, was weiß ich, wie das heißt. Aber bei Sky 90 erwarte ich doch. Ich will bitte eine Sendung, die Alkoholiker Sif-Bude heißt. Ich würde dafür Geld bezahlen. Wie viel? Sind das nicht wir? Ja, sag das doch nicht. Das muss doch nicht jeder verraten. Wissen wir, ja? Nee, auf jeden Fall finde ich das eine grandiose Frechheit. Weil ich würde doch gerne mal, also weißt du, bei Sky 90 ist ja tatsächlich von den Sendungen noch eine der ernstzunehmenden Rennen. Ist richtig, ja. Dann hockt Heino darum. Muss nicht sein, auf jeden Fall gut. Ich habe hier mein neuer Geheimdarling, ist Klaus Allofs. Der haut auch jede Woche einen raus, weil er ähnlich, auf gut natürlich auf höherem Niveau, aber Wolfsburg haben wir auch schon ein bisschen erwähnt. Der hat jetzt tatsächlich gesagt, dass Wolfsburg, dass die Spieler, die jetzt da spielen, nächste Saison in der Zusammenstellung nicht mehr da sein werden, weil die zu schlecht sind. Und das sagt ein Manager, der das selber zusammengestellt hat, der aber auch nicht so auf den Trainer kommen lässt. Das heißt, wenn er den Trainer aus der Kritik rausnimmt, dann bleiben wir bei der Mannschaft. Dann frage ich mich, wer stellt die Mannschaft zusammen? Der hat ein Geld rausgeblasen, dieser Mann. Der hat ein Geld rausgeblasen und kritisiert jetzt diesen Kader, den er zusammenstellt und merkt gar nicht, dass er sich damit kritisiert und eigentlich sich selber verteidigt, weil er eigentlich für das Geld, was er da zur Verfügung hat, jetzt auch nicht unbedingt die krasseste Arbeit leistet. Also habe ich ihn wieder nominiert, weil letzte Woche hat Bendtner es von ihm abgekriegt, jetzt kriegt er komplette Kaders ab. Vielleicht ist er einfach mal still oder was mir so ein bisschen bei allen Verantwortlichen im Fußball fehlt, ist so ein bisschen Selbstreflexion. Da muss ich sogar Horst Held mal loben, weil der Einzige ist, der mir im Gedächtnis in der jüngeren Vergangenheit ist, der mal gesagt hat, ah ja gut, ich habe hier mich geirrt mit Di Matteo, dann muss ich es halt anders machen, hat er gesagt. Und so, und das kann man auch sagen, dann ist doch keiner mehr böse. Aber dieses reflexartige Verteidigen von Offensichtlichkeiten, das macht mich manchmal fertig. Deswegen glaube ich aber, in dem Fall könnte da noch was anderes dahinstecken, dass das nämlich einfach nur ein Argument ist, weil er natürlich jetzt an der Stelle schlecht sagen kann, sorry, unserem Hauptsponsor VW geht es gerade richtig an Karren und die werden uns im nächsten Jahr keine 200 Millionen mehr unter der Hand zuschieben, damit wir Spieler kaufen können. Und jetzt muss er halt irgendein Argument vorschieben, warum im nächsten Jahr bestimmte Spieler nicht mehr da sind, weil sie einfach keine Kohle haben, um die zu halten. Aber dann ist es doch schlecht, wenn er sagt, dass die Spieler zu schlecht sind. Da muss er die doch, aber das ist doch wie... Ich habe ja nicht gesagt, dass er intelligent ist. Ich habe ja nur gesagt, dass er eine Ausrede sucht. Ja, also ihr müsst zwischen den Zeilen lesen. Gut, aber ich finde, der ist trotzdem, ich weiß nicht. Ein komischer Vogel, darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Ist auf jeden Fall, genau, weil es gibt ja so viele Kritikpunkte, die man an ihm üben kann, da würde ich mich einfach, ich würde einfach mal ein bisschen still sein. Und das ist aber auch eine super Überleitung, weil folgender Typ hat das gemacht, als er in der Kritik stand. Franz Beckenbauer hat das ja gemacht, der ist einfach komplett abgetaucht, ne, und hat den Niersbach vollgelabert in Salzburg, ist einfach abgehauen, ist wahrscheinlich sogar besser, bevor er noch weiter den Mund aufgemacht hätte. Aber was mein Dummschwätzer dazu, da nehme ich Niers Boris Becker,
Vielen Dank an den Herrn Lost in Ibis, der mir den bei Twitter, also bei Twitter habe ich den gesehen, da hat Boris Becker tatsächlich gesagt, dass es eine Schande wäre, wie denn hier mit Franz Beckenbauer umgegangen wäre. Weil, und dann der beste Nebensatz war, ich weiß zwar überhaupt nicht, was passiert ist, aber es geht so nicht. Ich bin den Liebsten. Ich hätte jetzt alle allerbesten, gell? Ja. Also wenn er wenigstens sagen würde, ich habe da ein paar Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und es ist nicht so und so und man muss ihn ein bisschen reinwaschen, kann er von mir aus machen, wenn er ihm beim seinem Laureus-Filz da irgendwie zur Seite stehen will. Aber ich weiß nicht, Franz Beckenbauer hat auch ein bisschen Pech, muss man sagen, weil die Leute, die ihm zur Seite treten, das ist Alfred Draxler und Boris Becker, die sind wahrscheinlich die, also die sind so dumm. Da will ich lieber gar keinen. Wenn du Freund hast, brauchst du dann echt keine Feinde. Ne? Ich weiß nicht, ich würde die anrufen und sagen, hey, bitte, bitte, seid still, lass mich das selber klären. Also so. Aber ja, also es ist eine sehr kuriose Aussage, dass man Beckenbauer in Ruhe lassen soll. Er weiß zwar nicht warum, aber man soll es trotzdem mal machen. Ja, und das waren auf jeden Fall meine Dummschwätzer und Peter Fischer haben wir schon genannt. Habt ihr noch einen? Boys and Girls. Boys and Girls. Ich würde jetzt mal ganz spontan Bruno Hübner reinschreiben für dieses grandiose FR-Interview. Es lässt dich nicht mehr los. Es lässt mich nicht los. Ich komme da nicht weg von. Keine Chance. Ja, es ist auch zu Recht. Also wie gesagt, spätestens nach dem 34. Spieltag werden wir das ja alles ausführlich behandeln. Ja, aber bitte. Und vielleicht gibt es dann sogar schon einen Bruno Hübner Lifetime Award, ja. Ja. Vielleicht müssen wir den auch den ganzen verantwortlichen Eintrag geben. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall noch was ausdenken. Ja. Aber ansonsten Dummschwätzer der Woche. Ich meine, die Liste kann theoretisch unendlich sein, aber ich denke, die Besten wurden jetzt hier definitiv genannt. Auch wenn natürlich jetzt Hübner und auch Fischer wahrscheinlich aufgrund der Nähe relativ gute Karten haben, will ich noch mal kurz wirklich an Sky und Heino appellieren. Wirklich, das ist wirklich das genau der Punkt. Ich meine, wenn du solche Leute beim Doppelpass hast sitzen hast, dann wunderst du dich nicht, weil dir ganz genau klar ist, okay, ja, da weiß der Wald von Olli Pocher und so weiter und so fort und Matze Knob oder wie der heißt, ja, und Guido Knob könnte übrigens vielleicht als Fußballhistoriker ja auch mal vorbeikommen und könnte uns irgendwas über Aliens und Fußball erzählen, ja, wäre vielleicht auch mal ganz lustig, ja, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Geschichten über die Freimaurer oder Fußball und Fußball, aber ja, vielleicht sind die schuld am Abstieg von einem. Ja, ich glaube, es also läuft das alles darauf hinaus. Das fehlt noch, dass ist irgend so ein Verantwortlicher von Eintracht noch ins Spiel bringt. Ich gehe ernsthaft davon aus, dass die Reptiloiden die Menschheit beherrschen und deswegen ja. Die Eintracht absteigt. Ich denke, das ist die einzig schlüssige Erklärung, ja. Um nochmal hier ich den Bogen auch, wieder zu spannen. Ich denke auch, weil die Eintracht will... Ja, die will den Markt, ja. Auf Alter Baran ist ein ganz wichtiger Markt. Ja, auf jeden Fall. Gerade im Hinblick auf die Internationalisierung von Märkten. Mhm. Ja? Ja, genau. Ja, genau. Und jetzt nochmal zurückkommen zu dem Thema. Du hast halt gemerkt, dass es bei Heino eine einfache Stunt-Sache war, wo es darum ging, seine Platte irgendwie zu vermarkten. Das ist einfach peinlich. Ja, eine einigermaßen seriöse Sendung wie Sky 90 muss das normalerweise, hat es nicht nötig. Und wie der Basti sagt, es gibt eh wenig Sendungen, wo du sagen kannst, okay, da kannst du dich hinsetzen und nüchtern sein. Also wenn Sky 90 jetzt hier auch noch komplett wegbricht, dann bleibt uns ja zum Glück nur noch der Eintracht-Podcast und der Rasenfunk. Ich kann sagen, eigentlich spielen uns alle in die Karten. Genau. Und natürlich die anderen tollen Fußball-Podcasts, ja. Die sich nur für einen Verein spezifisch genau. Unterhalten. Wobei wir da auch bei den anderen Podcasts nicht die Hand für ins Feuer legen können, dass die alle während der Aufnahme nüchtern sind. Für uns können wir das mit einem sehr reinen Gewissen sagen. Ich habe jetzt auch meinen Radler schon ausgetrunken. Das ist kein Problem. Genau, ich sage das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Genau, und damit kommen wir zu den Empfehlungen dieser Woche, präsentiert von Herrn Daum. Nein, meine Nummer 1 Empfehlung. Für alle, die jetzt hier demnächst in wenigen, hoffentlich folgenden Minuten diesen Podcast zu Ende gehört haben, die gehen bitte auf Twitter, auf den Link, den sie in den Shownotes zu dieser Sendung finden und schauen sich Klaas Rehse, also known als Sportkultur an, wie er You Will Never Walk Alone in einer grandiosen Performance darbietet. Es ist besser als das Original. Aber definitiv. So sowas von... Ich habe
ich habe so gefeiert, ich hätte nicht gedacht, dass der gute Klaas so gut singen kann. Ich würde mir sowieso sofort auch die neue CD von ihm kaufen. Ja? Vielleicht sollte er mal zu Sky 90 eingeladen werden. Das würde in vielerlei Hinsicht wesentlich mehr Sinn machen, als all das, was in der letzten Zeit da so passiert ist. Also schaut euch das an, ladet es euch illegal runter, indem ihr es mit einem Konverter, oh, das darf man glaube ich hier gar nicht sagen. Also nein, vergesst das, aber ihr wisst trotzdem, was zu tun ist. Genau, dann haben wir auf der Empfehlungsliste, glaube ich, noch was von Herrn Basti kommt. Ja, beziehungsweise von Maximizer, der hat uns ja gebeten, das mal ein bisschen publik zu machen, finde ich eine gute Sache. Das, der Hessische Behinderten- und Rehabilitationssportverband ist zu finden unter hbrs-fußball.de und wird sogar von der Eintracht Frankfurt unterstützt und Drajoslav Stepanovic trainiert sogar die Hessenauswahl. Und da kam auf diese Homepage, ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Da ist ziemlich übersichtlich dargestellt, was für Termine es da gibt und wie die Projekte so zustande kommen. Da kann man, glaube ich, auch bestimmt die Leute unterstützen dort, weil finde ich eigentlich eine gute Sache, die an uns herangetragen wurde und die empfehlen wir doch gerne. Ja. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar keine großartige Empfehlung mehr. Das Einzige, was ich noch kurz anteasern kann, ist, dass ich morgen beim Herrn Lost in Nippes im Doppelfass zu Gast bin, morgen Abend. Und da alle die Wörter, die ich hier nicht mehr sagen darf, dort sagen darf. Naja, als ob wir dir jetzt hier ein komplettes Verbot gegeben haben. Nein, ich wollte nur sagen, dass ich dort noch schlimmer bin als hier. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich habe die Folge angehört und ich fand sie grandios. Du musst aber jetzt auch dein Setzlein sprechen, damit alle gleich wissen, was das heißt, wenn sie sich das Doppelfass anhören. Ah, den habe ich schon was wieder vergessen. Ja, was meinst, diesen Anstingsbums da von wegen, seid so krass wie Basti Red, zahlt fürs Fass, das wäre echt nett. Genau. Jetzt halt erstmal für einen Eintracht-Podcast hier. Also, also nur wer noch Geld übrig hat. Hier wird in erster Linie wird hier für einen Eintracht-Podcast bezahlt. Ja, und dann noch ganz schnelle Grüße an den Herrn Henrik Herden, der mich als Kevin Owens der Podcast-Szene bezeichnet hat. Das war die erste positive Bezeichnung, die ich hier bekommen habe. Fand ich ganz cool und ansonsten habe ich, glaube ich, gar keine Empfehlung mehr, weil die nächste, die ist ein bisschen zu lang, die mache ich dann nächste Woche, um jetzt hier noch einen kleinen Cliffhanger neben dem vom René gleich angesprochenen Gewinnspiel zu haben. Hervorragend, was eine Überleitung. Bäh. Das läuft ja heute. Wir haben eine kleine Verlosung. Wir heißen ja nicht umsonst Team Glaskuchen. Wir begrüßen unseren neuen Hauptsponsor, der da heißt Mathilda Glaskuchen. Alle haben schon einen. Die Eintracht sucht noch. Siehst du mal, so schnell sind wir. Nee, das hängt nämlich alles damit zusammen. Wir haben ein Konzept, das will ich nochmal sagen. Wir haben das seit Sommer geplant. Wir haben schon unseren nächsten Sportvorstand und so weiter und so fort. Bei uns läuft's. Den neuen Küchenvorstand, meinst du? The Red Era has just begun, wie der Konstantin sagen will. Genau. Was wir anbieten oder was haben wir zu verlosen? 3 von diesen wunderbaren Glaskuchen mit einem Eintracht-Podcast-Schriftzug, vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen, Klammer auf, RTL-Video, Klammer zu. Und um einen von diesen 3 wunderbaren Glaskuchen zu gewinnen, macht ihr Folgendes. Ihr schickt uns einen Link, wo wir finden ein Foto, das zeigt, wo und wie ihr den Eintracht-Podcast hört. Einsendeschluss ist nächste Woche 20 Uhr, also nächste Woche Dienstag 20 Uhr, um korrekt zu sein, was der 26.04. ist. Und wir werden uns vor der Sendung all eure Einsendungen anschauen und die 3 kreativsten Bilder auswählen. Also strengt euch ein bisschen an. Ein bisschen. Ne? Ausgeschlossen, ja. Ja, wir wollen ja die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, um jetzt hier nicht irgendwie wieder Druck aufzubauen. Also ein bisschen anstrengend reicht. Ihr müsst jetzt nicht in der Boxershorts über einen eisernen Steg laufen. Ihr könnt das tun, aber ihr müsst nicht. Also ich möchte euch davon nicht abhalten und gerade unsere männlichen sagen, Zuschauer. Ich will auch sagen, dass die Leute da freie Hand, gell? Die lassen sich hier, wenn ihr, gell? Du darfst es hier genau. Nicht eingrenzen. Hm? Sieht euch ruhig aus, wenn ihr es wollt. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser eigentliche Fußball-Podcast in eine so sexualisierte Richtung geht. Ja. Ganz ehrlich, also seit der Basti eben die Farben vorgelesen hat, halte ich mich hier komplett zurück. Ich beiß mir ab und zu auf den Finger, so kann ich nicht mehr. Gut, bevor Alex aus Versehen noch ihren Finger abbeißt oder hier noch andere Dinge ans Licht kommen, die wir nicht weiter erwähnt haben wollen, würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Für diese Woche. Kind sagt zu, René, du hast echt so viel, das so rauszunehmen. Das hätte niemand gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest. Okay, sorry. So. Der meint eine Stange.
So. Es wird Zeit. Es wird definitiv Zeit. Bei Alex geht's. Alex, deine Audioverbindung geht in die Knie. Versuch's erst gar nicht. So. Damit hätten wir eine schon mal weg, bleiben noch drei. Und bevor die mir jetzt auch nochmal ins geplante Outro sprechen, machen wir es ganz schnell. Wir danken allen da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Fotos einschicken, ja, um hier Glaskuchen zu gewinnen. Ansonsten gerne den Podcast weiterempfehlen, Bewertungen schreiben, Feedback auf Twitter, Facebook, whatever. Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes unter eintracht-podcast.de. Und jetzt sagen wir ciao, ciao, wünschen eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche. Macht's gut.